Das Folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Pokémon nicht ersetzen soll. Pokémon gehört allen Pokémon Company und Satoshi Tajiri. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, Arceus oder Arceus oder Arceus oder was auch immer. Leute, ich werde in dem Video Arceus sagen, weil das für meinen Flow besser ist. Deswegen akzeptiert es, vielen Dank dafür. Bei dem Film ist Cynthia im Intro, wie sie Narutos Vater für Arme klatscht. Da der Teufel und seine Helferlein reingeschissen haben, muss nun Gott Arceus es richten. Und wow, es kann auch sprechen und ja, hört sich ganz nett an. Die Zeit ist reif. Ihr Menschen werdet eure gerechte Strafe bekommen. Okay. Wir sehen Ash und er kämpft gegen zwei Pimps, um ihre Wassermelone zu gewinnen. Übrigens, die beiden Kinder sind ja jünger als Ash, sollte ja Sinn machen. Aber irgendwie sehen die genauso groß aus wie Ash. Also entweder habe ich einen Knick in der Optik oder das sind einfach Riesenkinder. Dann passiert wieder Classic Pokémon Film Shit und eine Trainerin beschwört einfach Dialga aus einer anderen Dimension. Aber Giratina ist irgendwie nicht mehr gut drauf und will wieder fighten. Doch es erinnert sich an Ash und chillt wieder seine Dämoneneier. Dann zieht es wieder ab. Die Tante, die Dialga beschworen hat, hat auch die Fähigkeit, das Herz eines Pokémon zu lesen. Sie heißt Sheena und ihr Kevin, den sie dabei hat, naja, der heißt halt Kevin. Er scheint auch nach ihrer Legende irgendein komischer Schicksalsheld zu sein. Dann gibt es eine Wasserhose. Nein, ehrlich. Und Palkia beschützt unsere Truppe. Außerdem arbeitet er mit Dialga zusammen, weil sie im letzten Film Bros geworden sind. Danke nochmal dafür an die sexy Darkrai-Beine. Wie es aussieht, hat Sheena auch eine Zeitraummaschine bei sich rumliegen, die irgendwie Krümmungen erkennen soll. Classic Pokémon-Filmstuff eben. Wir erfahren, dass Arceus sich rächen möchte. Denn sein Bruder Giratina hat damals den ganzen Clan... Ah ne, das ist eine andere Geschichte. Das war folgendermaßen. Damals hat er Meteoren aufgehalten, um die Erde zu saven. Dabei hat er seine Lebenstafeln verloren. Ein Mann hat es gerettet und ihm hat er das Juwel des Lebens gegeben. Deswegen hat der Typ Garden Eden geschaffen oder so, doch es kam dazu, dass der Typ namens Damos einen 31 abgezogen hat und das Juwel nie wieder zurückgegeben hat. Deswegen ist Arceus ziemlich sauer geworden und pennen gegangen, weil das jeder in der Situation tun würde. Okay Leute, safe, dass dieser Typ Damos in Wahrheit gut ist. Das ist ein klassischer Pokémon-Film-Twist. Wie dem auch sei, Arceus ist wieder wach und bereit, die Menschen auszurotten. Sheena möchte zwar das Juwel wiedergeben, aber naja, Arceus scheiß drauf. Denn das Ding ist eine Fälschung. Doch Palkia und Dialga können Schlimmeres gerade noch mal so verhindern. Doch Arceus kann mit seinen Lebenstafeln alle Angriffe blocken. Er hätte die beiden Legis fast getötet, aber die Donnertafel hat er nicht mehr, also haut Pikachu ordentlich rein und Giratina Wakabayashi hält den Schuss von Arceus auf. Dialga schickt dann die Truppe von Ash in die Vergangenheit. Denn Damos der 31 hat wirklich einen Verrat geplant und, man, Arceus tut mir irgendwie voll leid. Und wow, ich kann wirklich nicht fassen, dass Pokémon gerade wirklich durchzieht, dass dieser Typ wirklich der straight Antagonist ist. Oder ist es etwa ein Pokémon-Film-Doppeltwist und es sieht nur so aus, als wäre er der Böse? Nein, nein, das kann nicht sein, das würden die nie im Leben machen. Wie dem auch sei, Dialga schickt sie dann noch weiter zurück in der Zeit, wo die Pokémon noch Sklaven waren. Spaß, sind sie heute immer noch. Dort kommen sie in den Pokémon-Knast. Naja, die Neandertaler haben die Pokémon dort auch nicht Pokémon genannt, sondern magische Wesen. Der Begriff Pokémon, also Pocket Monster, kam also erst viel später, als die Wesen in kleine, enge Bälle eingesperrt worden sind. Dort treffen sie auch Damos, also nicht den von davor, sondern den aus der Vergangenheit. Und ja, Damos wollte das Juwel doch zurückgeben, also ist er doch ein Good Boy. Wer hätte das nur geahnt? Aber er wurde hypnotisiert bei der Szene, die wir zuvor gesehen hatten. Die Menschen sind hier auch so grausam, dass sie einen Divier fürs Gemüseschnippeln benutzen. Aber keine Sorge, unsere Pokémon bekommen Hilfe vom Best Boy Kanimani und bekommen den Schlüssel für den Knast. Team Rocket hat auch random das Juwel des Lebens in der Gegenwart gefunden. Ja, das ist halt auch einfach passiert. Damos kommt also frei und will seinem Dealer Arceus seinen Stoff zurückgeben. Es kommt also zu der Szene, die wir eben gesehen haben, nur dieses Mal wird Sheena verarscht vom Team Magma-Vorfahren, der allmächtige, große, böse Markus. Mit Silberwasser setzt er den Pokémon-Gott dann auch fest. Damos rettet also seine Ur-Ur und noch ein paar Uhren, Enkelin, und die beiden bringen zusammen die Pokémon dazu, mit dem Angreifen aufzuhören. Deswegen stellen sich auch Markus Sklavenmons gegen ihn. Da Ash denkt, dass das Juwel des Lebens sein Orden ist, will er es unbedingt haben und setzt sein Leben aufs Spiel. Ash und Co. lösen sich dann auf, weil mit dem Tod von Arceus sich die Zukunft ja verändert und sie gar nicht mehr hingeschickt werden könnten, aber Damos rettet nochmal Arceus und damit auch alle anderen. Arceus beendet also die Sklaverei und geht pennen, weil er keine Power mehr übrig hat. Das ist die Conclusion vom Film hier und man fragt sich natürlich, okay, wie wird das wohl die Geschichte verändern? Wow, Ash ist nun Pokémon-Meister, Leute. Er hat es endlich geschafft. Dank der Veränderung der Zeit ist er endlich... Nein, Spaß, Leute, so eine Power hat selbst Arceus nicht. Jetzt mal im Ernst, die Zukunft hat sich überhaupt nicht verändert. Und erst durch das Sehen von Ash in der Gegenwart erinnert sich Arceus an das, was vorher passiert ist, weswegen er den Schaden wieder rückgängig macht. Was von der Zeitreisentheorie einfach mal überhaupt keinen Sinn macht. Das grüne Land in der Gegenwart ist auch nicht RIP, da Damos und seine Boys es geschafft haben, das Land auch so fruchtbar zu machen. Selbst der große böse Markus hat dabei geholfen, da sein Nachfahre, der Typ von Team Magma, später die ganze Erde, naja, zur Erde machen wird. Ash ist also jetzt mit dem Gott und Teufel cool, außerdem hat Damos die Truppe auch in den Steintafeln verewigt.
Bösewicht. Da muss ich sagen, das war wirklich eine sehr schöne Message am Ende des Films. Damals wollte nur, dass die Welt schön wird für die Zukunft von diesen Kindern hier. Deswegen Hashtag Ehren-Pokémon-Film. Also Leute, das wär's gewesen mit diesem Film und wir steuern natürlich den Zoroark-Film an. Aber erstmal schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Lieblingslegendäres Pokémon aus der vierten Generation? Mal sehen, was sich da so ergeben wird. Ihr wisst Leute, der gute alte Palkia Zwiebelfuß ist noch einer meiner Favorites. Aber wie gesagt, wenn ihr den nächsten Film sofort sehen wollt, nächste Woche, dann würde ich sagen, auf das Video hier 5000 Likes. Letzte Woche gab es kein Like-Ziel, aber der Support bei dem Video war immens. Also, was ihr aktuell auf dem Zweitkanal tut, ganz, ganz, ganz fetten Dank an euch. Das ist unglaublich. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen und nicht zu vergessen, ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.